Gelassen bewegt der Mann im Riesenkran die ersten Hebel. Zentimeter um Zentimeter hebt die Maschine das erste von 4 Tonnen schweren OP-Modulen. Sie wurden in der Nacht zu Mittwoch auf dem Rastplatz in Moorburg zwischengelagert. In der Ammerland-Klinik werden die OP-Module schon erwartet. In den neuen Operationssälen sollen vor allem besonders aufwendige, zeitintensive Eingriffe erfolgen. Wie es im Innern solcher OP-Module aussieht, können sich auch interessierte Bürger anschauen bei einem Tag der offenen Tür im März. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.